Nein, man infiziert sich mit dem Tantenvirus, die Humorhelferzellen winken nur noch resignierend ab und man steht plötzlich schutzlos da und fängt völlig grundlos an zu singen. Du bist nicht mit Gold zu bezahlen, du bist viel zu alt und senil. Du bist nicht mit Gold zu bezahlen, selbst 1,10 € wäre mir für dich zu viel. Auch du bist nicht mit Gold zu bezahlen, wer dich kennt, weiß sofort warum. Auch du bist nicht mit Gold zu bezahlen, denn du bist fett und du riechst aus dem Mund. Immer wenn du da bist, wünsch ich mir, dass du weg wärst. Wenn ich dich nicht sehen muss, fühl ich mich richtig gut. Jetzt läuft's hier aus dem Ruder. Du bist doch für mich wie ein Bruder. Chris Roberts wär von diesem Scheißdeck sicher schwer enttäuscht. Machen wir's aber schön, ja? Natürlich. Du bist nicht mit Gold zu bezahlen. Wer Schläferz guckt, der weiß es genau. Du bist nicht mit Gold zu bezahlen, du bist für mich die richtige Frau. Du bist für mich die richtige Frau. Ach, mein Mäuschen, jetzt...